Hola mis amores, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Carolina und heute möchte ich euch gerne eine Review über diesen Pinsel hier machen. Den einer Harry Potter Inspiration, meine ich. Okay, meine Lieben, diesen Broken Set habe ich bei Primark gekauft. Er kostet 12 Euro und sie sieht so aus, wenn wir es öffnen. Könnten wir eine Tasche finden. Die Tasche ist aus künstlicher Seide in einer dunkelroten Farbe. Nicht so groß, aber nicht so klein. Eine normale Kosmetiktasche. Und dann haben wir die vier Pinsel. Die sehen so aus. Sie sind wirklich, wirklich schwer. Und der Griff ist aus Metall. Oder zumindest sehen sie so aus. Den ersten Pinsel sieht so aus. Der ist ein eingeschränkter Pinsel für Eyeliner oder für Augenbrauen und hat künstliche Haare, ist nicht echt. Dann haben wir einen Lidschattenpinsel. Die Haare sind sehr weich und ich bin total gespannt, wie er funktioniert. Ist klein, ist so perfekt für Lidschatten auftragen. Der dritte Pinsel ist denn hier, das ist ein Blenderpinsel. Die Haare sind sehr, sehr weich und er ist so vintage wie die anderen Pinsel. Jeder Pinsel hat einen eigenen Design. Er gefällt mir sehr. Und der letzte Pinsel ist denn hier, das ist auch ein Blenderpinsel, aber auch ein angeschrägter. Er fühlt sich auch so weich wie der normale Blenderpinsel. Sehr flexibel und der Design ist so. Alle sind sehr weich, außer der Augenbrauenpinsel natürlich. Aber ich werde nicht für Reise vielleicht benutzen, weil sie so schwer sind. Und ja, meine Lieben, wir haben ein kleines Make-up-Tutorial mit den Pinseln. Ich wollte nur sagen, dass die Pinsel sehen hochwertig aus. Man braucht nicht einen Pinsel, der so aussieht. Ist nur, glaube ich, für Fans oder für Leute wie ich, die nicht so viele Pinsel hatten. Aber auf jeden Fall kann ich die Pinsel, den Set, den Broken Set empfehlen. Ich würde sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, auf meinen Kanal abonnierst und auch meinen Social Media besucht. Alle verlinke ich in der Description Box. Auch meinen spanischen Kanal, wenn du Spanisch sprichst oder Spanisch lernen möchtest oder Spanisch hören möchtest oder mir in anderen Videos sehen wolltest. Also ja, meine Lieben, wir sehen uns nächstes Mal und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Gesundheit, erfolgreich und viel Liebe. Bis dann. Tschüss.